Wir beginnen mit den Seven Deadly Sins, den sieben Todsünden. In Pengburn gibt es eine Häuserreihe von insgesamt sieben Häusern im Gothic-Stil, fertiggestellt 1896. Und ein Gerücht sagt, dass der damalige Prince of Wales, später King Edward VII., hier seine sieben Freundinnen untergebracht hat. Hier überholt gerade ein Jaguar unseren Trabi. Alle 20, 30 Kilometer ändert sich die Landschaft. Hier ein weites Tal mit einem Bergrücken im Hintergrund. In der Mapledurham-Lock stapeln sich die Boote. Schon wieder so ein frecher kleiner Flitzer. Rudern ist hier eindeutig Volkssport. Hier bei der Sonning Lock gibt es eine kleine Insel. Da hat sich George Clooney ein kleines Anwesen gekauft. Naja, mein lieber Schwan. Das Wetter wurde immer besser. Traumhaft. Ups, die Steuermann-Überwachungskamera. Was kommt da denn für ein mondäner Ort in Sicht? Ah, Henley und Thames. Jetzt folgt ein kurioses Treffen. Angel of the Water trifft Angel on the Land. Der Ort ist natürlich berühmt durch seine jährlichen Regattarennen. 1839 erstmalig die Universitäten Oxford gegen Cambridge. Wer hier ein bisschen was auf sich hält, hat nicht nur eine Anlegestelle vorm Haus, sondern eine Bootsgarage. Hier
Hier an der Ziellinie liegt der vornehme Phyllis Court Club. Wenn man da erstmal Mitglied ist, hat man es, glaube ich, geschafft in England. Die Startlinie ist bei dieser Insel, Temple Island. 1771 war da noch eine Fischerkarte drauf. Inzwischen gehört sie der Henley Royal Regatta. Wir fahren ein Stück zurück und legen für eine Nacht an in Henley, an einem historischen Platz. Ziellinie Olympische Spiele 1948. Hier kommt die englische Antwort auf das Weiße Haus in Washington. Welches historische Gemäuer kommt da in Sicht? Methenham Abbey, ein Kloster aus dem 12. Jahrhundert. Man merkt, dass wir näher rankommen an London. Die Wertpapierhändler müssen ja auch irgendwo ihr Geld wieder loswerden. Auf der rechten Seite kommt Bisham Abbey in Sicht. Gegründet 1337 vom Augustinerorden. Inzwischen ein Teil vom Sporting Center für Elitesportler. Nobel, nobel! Wieder kommt ein berühmter Ort in Sicht, Marlow. Und die Hängebrücke, 71,6 Meter lang, von 1829 bis 1832 gebaut, ist das Vorbild für die spätere in Budapest. Wir legen oberhalb der Schleuse an und warten darauf, dass erst die Boote rausfahren, bevor wir reinfahren. Hier eine Barge und anschließend ein Plastikcruiser. Und so sieht es am Fuße der Marlow Lock aus. Neue Gebäude und die Dächer gleichen Segelflächen. Echt schick. Weiter stromabwärts kommt Clevedon Reach. Ein Bereich, wo sich die Themse ihren Weg tief eingegraben hat in eine Hügellandschaft. Und es sind noch ein paar Inseln übrig geblieben. 2017 haben wir an einer von ihnen angelegt und Robinson gespielt. Die Schleuse in Maidenhead ist wieder vollgepackt. Boulter's Lock. Und man
könnte sagen, so allmählich kann ich dieses Fachwerk nicht mehr sehen. Und siehe da, da kommt so mal so ein bisschen Südstaaten-Look in Sicht. Mal was anderes. Doch zum Abschluss nochmal englisch traditionell. Oakley Court, heute ein Luxushotel. Ja, das war's im zweiten Teil auf der Themse flussabwärts. Aber, wie sagte schon Otto, ein habe ich noch. Die dritte Folge kommt in Kürze raus. Und da werden wir einen kleinen Einblick in Windsor bekommen. Lizzie war allerdings nicht zu Hause. Aber keep calm and carry on. Danke für eure Aufmerksamkeit und tschüss, bis zum nächsten Mal.